Es sind spannende Zeiten, auch für uns. Vor wenigen Stunden wurden drei Männer, darunter auch ein Kollege von Panorama, in Moskau von Sicherheitsbeamten abgeholt und unter größter Geheimhaltung zu Edward Snowden gebracht. Genau, zu dem Mann, der mit seinen Enthüllungen über die NSA US-Präsident Obama doch in arge Bedrängnis gebracht hat. So arg, dass sich der mächtigste Mann der Welt bei unserer Bundeskanzlerin entschuldigen musste. Das ist dann doch epochal. Vielleicht wäre das der richtige Zeitpunkt, Edward Snowden Danke zu sagen. Haben wir auch Mitglieder unserer Bundesregierung gefragt. Sagen Sie, glauben Sie, Herr Snowden hat ein Danke verdient? Da sprechen Sie mit denen, die für die Innen- und Rechtspolitik verantwortlich sind. Müssen wir uns dann nicht bei Edward Snowden bedanken, dass er alles erst aufgedeckt hat? Also, ich glaube, da müssen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Das Wort Danke scheint in Berlin irgendwie nicht vorgesehen zu sein. Und werden sich unsere Politiker quälen und quälen, wie sie sich verhalten sollen und wie es weitergeht, sitzt Edward Snowden in Moskau, wo ihn auch John Götz heute getroffen hat. Aufbruch zu einer vielleicht historischen Reise. Hans-Christian Ströbele macht sich auf nach Moskau in Begleitung des Journalisten Georg Maskolo und des Panorama-Reporters John Götz. Die Reisegruppe will den Mann treffen, der Deutschland und die Welt mit seinen Enthüllungen in Atem hält, Edward Snowden. Herr Snowden ist die Schlüsselfigur, man nennt das Kronzeuge, der wahrscheinlich die Fragen beantworten kann, die der Untersuchungsausschuss klären soll. Edward Snowden, der Computerspezialist, hat Schwerwiegendes enthüllt. Das können in Deutschland auch die Regierenden nicht mehr abstreiten. Schließlich hat die NSA laut Snowdens Unterlagen jahrelang das Mobiltelefon der Bundeskanzlerin abgehört. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Und zwar gegenüber niemandem. Das Brechen von deutschem Recht auf deutschem Boden, das ist etwas, was wir in keinem Fall akzeptieren können. Im Sommer klang das anders. Snowden war für die Bundesregierung ein windiger Typ, ein Verräter. Seine Enthüllungen heiße Luft. In Berlin verließ man sich allzu sehr auf die Auskunft der US-Regierung und ihrer Geheimdienste. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Ihn hat die Bundesregierung nicht gefragt. Fahrlässig? Denn Edward Snowden hat Beweise. Kurz vor der Landung in Moskau. Der Abgeordnete Ströbele sagt, er habe die Bundesregierung mehrfach aufgefordert, Kontakt zu Snowden aufzunehmen. Aber leider sei nichts passiert. Und das liege nicht nur daran, dass Snowden in Moskau im Exil sitzt. Ich glaube, dass das sowohl bei der Union als auch vor allen Dingen bei den Diensten eine erhebliche Abneigung gibt dagegen, ihn vorm Untersuchungsausschuss des Parlaments oder auch vor Gericht oder zunächst vor der Staatsanwaltschaft zu Wort kommen zu lassen. Keine Frage. Sollte Snowden seine Bereitschaft bekunden, auszusagen, geriete Deutschland unter den Druck der US-Regierung. Denn der 30-Jährige wird von den USA als Verräter und Staatsfeind betrachtet. Er ist kein Patriot. Er ist kein Dissident, kein ehrbarer Kritiker. Er ist eines Verbrechens beschuldigt. Ihm muss der Prozess gemacht werden. Klare Worte. Die Bundesregierung weiß, Snowden als Zeugen zu hören, wäre ein Affront gegen den großen Verbündeten. Vor allem die Union schreckt davor zurück. Sollte man nicht jetzt Herrn Snowden persönlich einladen und dazu hören, um die Sache aufzuklären? Ich will das jetzt nicht von außen kommentieren, das Thema. Das ist ernst genug. Wir reden darüber in den Verhandlungen und dann teilen wir das mit. Inzwischen hat sich die Bundesregierung eine juristische Begründung einfallen lassen, warum sie Snowden gar nicht nach Deutschland einladen kann. Zur Frage, ob man jetzt Herrn Snowden anhören könnte. Tatsächlich kann ein Untersuchungsausschuss, genauso wie es in einem Strafverfahren möglich ist, natürlich Zeugen laden. Voraussetzung dafür ist aber hier wie dort, dass es eine ladungsfähige Anschrift gibt. War eigentlich nicht als Witz gemeint. Im Moment stellt sich die Frage nicht, da Herr Snowden, nicht hier ist. Snowden ist zwar in Moskau, aber nicht unerreichbar. Das Drehbuch des Treffens wird von russischer Seite vorgegeben. Ströbele, Maskolo und Götz werden von einem silbernen Van mit getönten Scheiben abgeholt. Der Treffpunkt soll geheim bleiben.
Am Nachmittag die Begegnung mit dem Mann, den die US-Regierung für einen Verbrecher hält und den sich die Bundesregierung am liebsten vom Leibe hielte. Ich war jetzt fast 3 Stunden mit Edward Snowden zusammen. Das Wichtigste vorab, er ist gesund und munter und macht einen sehr guten Eindruck. Er hat klar zu erkennen gegeben, dass er sehr viel weiß, dass er, solange die NSA die Aufklärung blockiert und ihr Chef, Herr Alexander, bereit ist, nach Deutschland zu kommen, auch dort auszusagen. Allerdings müssen die Umstände geklärt werden. Seine Bereitschaft fixiert Snowden schriftlich. Er erkundigt sich bei seinem Besucher nach der Rechtslage in Deutschland. Snowden möchte sicherstellen, dass er in keinem Fall an die USA ausgeliefert wird. Von einer solchen Garantie will der US-Botschafter in Berlin nichts wissen. Er droht Snowden vielmehr versteckt. Ich werde nicht darüber reden, was passieren könnte, wenn so jemand nach Deutschland eingeladen wird.